Wie steht das Judentum zur modernen Technik? Was sagen unsere Weisen zu Internet, Smartphones, künstlicher Intelligenz und Co.? Unser Wochenabschnitt Shmini beschäftigt sich unter anderem mit den Merkmalen für koschere Tiere. Ob Landtier, Vogel oder Fisch, die Tora gibt uns genaue Zeichen, an denen wir erkennen, ob das Tier koscher ist oder nicht. Zu den Fischen sagt die Tora, jene Fische, die Schuppen und Flossen haben, dürft ihr essen. Wieso gerade Schuppen und Flossen? Wieso müssen beide Bedingungen erfüllt werden? Hinter diesen Merkmalen verbirgt sich eine wichtige Lehre, die in der heutigen Zeit aktueller ist als jemals zuvor. Koschere Fische haben Flossen. Mit diesen Flossen bewegt sich der Fisch vorwärts und navigiert durch das Wasser. Die Flossen symbolisieren den Fortschritt. Das bedeutet, dass wir uns sehr wohl mit dem Fortschritt der Technik beschäftigen müssen. In den Sprüchen der Väter heißt es außerdem, alles was Gott auf dieser Welt erschafft, ist für den Gottesdienst gedacht. Der Lubavitcher Rebbe hat sich stark dafür eingesetzt, dass seine Vorträge über Radio und Fernsehen übertragen werden, weil er gesehen hat, dass er dadurch viel mehr Menschen erreichen kann. Jedes Medium hat also das Potenzial, den Gottesdienst zu fördern. Auf der anderen Seite haben koschere Fische ein weiteres Merkmal, Schuppen. Schuppen schützen den Fisch vor äußeren Einflüssen. Genauso schützen wir unsere jüdischen Werte vor äußeren Einflüssen. Nur weil wir diese modernen Technologien nutzen können, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht darauf Acht geben müssen, in welchem Ausmaß wir sie verwenden. Heute wissen wir, übermäßige Nutzung von Social Media wirkt sich negativ auf uns aus. Nicht alle Inhalte im Internet sind gut für uns. Und 5 Stunden Bildschirmzeit am Handy ist auch nicht gerade gesund. Deswegen müssen unbedingt beide Merkmale vorhanden sein. Denn die Nutzung der Technologie ohne Grenzen, also ohne den Schuppen, kann gefährlich und schädlich sein. Man braucht beides, Fortschritt und Grenzen. Shabbat Shalom.